Vom gefeierten Ausnahmesportler zum gesperrten Dopingsünder. Der Radsportweltverband UCI hat das Urteil gegen den früheren Radprofi Lance Armstrong bestätigt. Er stützt sich auf den Bericht der amerikanischen Anti-Doping-Agentur, der Armstrong Epo-Doping, Eigenbluttransfusionen und die Einnahme von Testosteronpillen nachweist. Damit ist Armstrong ein Leben lang vom Profisport gesperrt. Seine 7 Tour de France-Siege wurden ihm aberkannt. UCI-Chef Pat McQuaid kündigte eine neue Ära für den Radsport an. Er bestätige das Urteil der amerikanischen Anti-Doping-Agentur. Der Fall komme nicht vor den Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne. Die Sanktionen der Anti-Doping-Behörde wurden anerkannt. Der UCI sperre Armstrong vom Radsport und erkenne ihm die 7 Tour de France-Titel ab. Für Lance Armstrong sei kein Platz im Radsport. Lance Armstrong has no place in cycling. Der UCI-Chef schloss seinen eigenen Rücktritt aus. Seit seinem Amtsbeginn 2005 habe er entschieden gegen Doping im Radsport gekämpft, begründete er. Zunächst gab es noch keine Reaktion von Lance Armstrong, der Doping stets abgestritten hatte.